Ja, weiter geht's im Chemieraum. Sind immer noch alle dabei und gespannt. Der Raum, wo so kommt. Es einmal möglich war, die Wände hochzulaufen. Ich schau dir auch noch die Chemie-Sachen da oben an. Sauber. Ist das andere jetzt dreckig? Ich war schon vorne. Ja. Ist ein Bild offen. Ein Pixelart. Yay! Drop the land bei Turtle, okay. Oh. Wie süß. Sind das Hasen oder Frösche? Oder um ehrlich zu sein, irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja. Ich glaube, die Chemie-Sachen machen nichts. Die Uhr ist mir wieder verletzt. Ja. Oben ist ein Zahlenfeld. Ein Zahlenfeld! Wir haben doch diese Zahlen aufgeschrieben. Mal gucken, was da so kommt. Ein Feuerlöcher. So geht ja gar nicht richtig. Oh, 2000. Oh! Boah, wir werden ja echt verwöhnt mit. Ja. Verwöhnt, ja. Wir werden die auch bestimmt brauchen, sonst würde es uns die nicht geben. Ja, ja, ja. Ah, es sind 4 Zahlen. Okay, wir werden. Also, wir haben grundsätzlich 4 Zahlen, nur die Hälfte davon ist römisch. Also, wir könnten es versuchen, die so nacheinander einzugeben, wie wir sie hatten. Das wäre Zettel Nummer 4 mit der römischen 1 und Zettel Nummer 7 mit der römischen 2. Aber also, so. 4, 1, 7, 2, ja, wäre es. Nee. Okay. Dann kann es höchstens sein, wie gesagt, dass ich recht hatte mit den römischen Zahlen, dass noch 2 weitere kommen. Dann wären es nämlich quasi. Dann wären die ersten 2 schon 4, 7 und dann wissen wir noch nicht. Ja. Ich würde jetzt auch sagen, wir suchen die Zettel und versuchen nicht, es auszuprobieren. Nee, das wäre schummeln. Also wäre das langweilig. Ja. Ja, okay. Chemierum haben wir jetzt auch. Ja, aber was übersehen. Warum ist hier das Telefon? Notfalltelefon, jederzeit bereit. Da steht hier dieser. Boah. Wollte ich gerade sagen, das macht doch gar keinen Sinn. Das Notfalltelefon steht hier zur Verfügung. Okay. Naja. Dann raus. Vielleicht ist da draußen wieder ein Monster oder so. Weil sonst hätten wir jetzt erstmal nichts, wo wir weiterkommen, ne? Weil wir keinen neuen Schlüssel bekommen haben. Nee. Also nichts Offensichtliches. Tatsächlich nicht? Nee. Schauen wir mal auf die Karte vielleicht. Ich hab's cool gemacht, diese Karte. Also wir waren jetzt schon oben in der Toilette. Im Klassenzimmer eine Abstellkammer, im Klassenzimmer anderes. Moment, wir waren noch nicht im Kunstraum und im Hörsaal und in der 7 und der 8. Genau, 7, 8, 9, 10 kommt noch. Ja. Ja, das gibt doch Sinn. Stimmt. Oh ja. Wir waren erst 1, 2, 3. Oh, das sind ja noch Hinweise. Dann müssen wir. Der 6, dann müssen wir. Der Musikraum, okay. Der war aber verschlossen und wir haben noch keinen neuen Schlüssel bekommen eigentlich. Vielleicht dürfen wir jetzt da rein, weil es die Reihenfolge einfach ist. Ja, aber es wäre halt auch wieder ein Rätsel, ne? Was hier unten? Das ist gar nicht eingezeichnet. Ja. Was könnte das wohl sein? Okay, wahrscheinlich ein Weg nach draußen, ja, aber. So, müssen wir überlegen. Also. Bisher haben wir eigentlich immer in dem Raum den Schlüssel für den nächsten gefunden, oder? Genau. Also, es war nie, dass wir irgendwie in Raum 3 einen für Raum 6 gefunden haben, oder so, ne? Nee, wir hatten jetzt diese Zettel, logisch. Das hat sie ja aufgegeben, wir hatten ja auch noch dieses Tagebuch. Das ist ja nicht da reingestanden. Es war nur, dass jemand Angst hat. Mhm. Ja. Na, okay. Wie viel müssen wir uns wieder heilen, oder? Nee, wir haben schon, oder? Ja, wir sind voll, genau. Wir sind voll. Voll, ne? Also, Mensch. Hier waren wir. Hier hätten wir vermeintlich jetzt erstmal alles. Wir müssen halt wahrscheinlich erstmal, weil in diesem Raum, in dem wir gerade waren, war ja dieses Codeschloss. Ja. Wahrscheinlich noch weitere Codes. Aber wo ist die Frage? Hat er eigentlich, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, immer alles angesprochen. Ja. Ich meine, es kann natürlich sein, dass sich im Nachhinein was verändert hat, aber dann müssten wir natürlich in jeden Raum nochmal gehen und nochmal alles ansprechen. Guck mal, ob es gerade irgendwo offensichtlich was. Ich weiß nicht, ob das der Sinn der Sache ist. Aber irgendwie. Hier, guck mal, hier kommen wir doch auch in den Flur. Jetzt, oder? Dann das nicht. Nee, schade. Das. Aber die Tür kann man auch nicht. Die Tür, genau. Nee. Ja, wir haben auch gar keinen Schlüssel mehr in der Hand. Da unten lang geht auch nicht, ne? Nee. Hm. Warte,
vielleicht können wir den mal. Haben wir den Age of Light danach nochmal angesprochen? Hm. Aha. Nee. Das war eben auch schon. Ach ja, übrigens, ja stimmt. Warte, wir haben ja hier noch gar nicht den Schlüssel. Wir kommen ja nur quasi unten rum in den Flur rein. Das heißt, wir können ja auch schlecht in dem Parallelding da reinkommen. Vielleicht die Uhr nochmal, weil in dem anderen Raum auch eine Uhr war. Nee. Warte mal. Kannst du mal die ersten beiden Zahlen sagen, ob es irgendein System gibt? 4 und 7. Hm. Moment, ich schau nochmal, aber ich meine, es war 4 und 7. Ja, doch, ja, ist möglich. So ein System. Ja, sind auch 4 und 7. Ja, kannst du 4 sehen, okay, das sind 3. Also klar, ich will jetzt nicht rumraten, aber eine Sache will ich mal probieren. 4, 7, 8, 9, 10, 3. Also immer so 3 plus. Das sollte nicht passieren. Oh, Entschuldigung! Aber es ist ein netter Ansatz, aber es ist nicht schlimm, dass ihr das so früh rausgefunden habt. Okay. Ich hab halt gedacht, das wäre das System irgendwie. Sorry. Nein, wir finden die restlichen Sachen noch in anderen Räumen, denn das sollte man jetzt noch nicht öffnen können, aber. Ein Geheimnis. Okay. Was darin wohl ist? Magisches Schild. Ah, die ganze Rüstung. Das ist eigentlich so was ganz Optionales, was man noch extra finden kann, nur. Also. Ja, okay, dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, dann ist es nicht so schlimm. Rüsten. Dann kann man das als alternative Route sehen, das zu bekommen. Oder Rüsten? Nee, wir haben es jetzt dran. Ich glaube, wir hatten vorher ein bisschen weniger. Wie ist das? Okay, wir sind von. Boah, guck mal, die Magieverteidigung ist total bestiegen. Ist ja auch ein magischer. Immer speichern? Warte, ich diese an noch? Ja, kann ich. Gut, dann hätten wir das jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Nee, das war's ja. Nee, ich habe überlegt, aber hier ist wahrscheinlich nichts. Woran wir uns. Man weiß ja nie, ob da irgendwas in dem Bild versteckt ist oder so. Das Telefon macht mich total. Ah. Für die ein? Hm. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie. Wann hat sich die geändert? Nachdem ich das Telefon angesprochen habe. Vielleicht müssen wir jetzt die Regeln und dann suchen. Regeln suchen oder sowas in der Art. Wenn die Löschdecke nicht erreicht wird, der Feuerlöscher. Der am nächsten ist. Ah, also deswegen hat er eben nichts gemacht. Ah. Okay, jetzt gut, cool, dass du das nochmal angesprochen hast. Nee, mich hat das nämlich eben verwirrt, weil das plötzlich da war, nicht erreichbar ist. Nutze den Feuerlöscher, der am nächsten ist. Überprüfe nach dem Unterricht, ob auch alle benutzten Gefäße. Das linke war sauber. Das rechte hat nichts gemacht. Oh, ist das cool. Das ist richtig gut gemacht. Richtig gut. Oh. Nicht sauber. Haben wir das jetzt bekommen? Ja, wir haben es jetzt bekommen. Es gab übrigens hier einen Fehler, dass man das mehrmals bekommen konnte. Das natürlich nicht. Ach, das war das? Ist die Frage, was macht man damit? Aber das eigentlich sauber machen, ne? Also, weil es logisch wäre, vielleicht im Waschbecken. Ja. Im Bad. Ja, Toilette machen. Boah, das ist ja richtig aufwendig auch gemacht, das Spiel, glaube ich. Das böse Waschbecken. Ich wasche Gefäße, ihr werdet sauber. Ich würde es nicht in der Toilette versucht habt. Also, da gäbe es auch nichts anderes. Und jetzt haben wir saubere Gefäße. Gucken wir, was die machen. Sauber halt. Dann wieder zu den Regeln, oder? Ja. Oder? Ich habe nur eine Vermutung, dass das mit an die Wand zu hängen. Aber mal schauen, ich gehe erstmal an die Regeln. Ja. Okay. So. Da oh, ist ein Kreis. Warte, ich will ja gucken, ob es noch viele Regeln gibt. Nee. Ja, gibt bestimmt einen Kampf. 2 Wände. So. Und wir normalerweise. Reicht gleich die Strategie? Normalerweise würden die meisten Spieler erst jetzt Latnova können. Aber wenn man. Aber es gibt ja sehr viele Arten, das zu spielen, wie gesagt. Das ist schön. Das sind 4 auf einmal. Ich kann euch auch nachher mal zeigen, wie es ist, das mal ganz schnell durchzuspielen. Ich hab das dann irgendwie 20 Minuten durch. Wow. Und
Klar, du kennst halt die ganzen. Ich kenne die Rätsel, ich weiß, wie die Kämpfe funktionieren. 37, 34, mal den weg. 84, 8. Ja, da muss ich den Angriff schon wieder drin, darf man nicht vergessen. Ja, und ihr seid schon ein bisschen Level und so. Wolkgewitter, Wieder ein Schlüssel, genau. Dann schauen wir. Eigentlich muss ich gar nicht. Komm, warte, wir gucken jetzt einfach mal nur die Karte an und gucken, wo das nächste hingeht. Ja, bestimmt den 7. In den Musikraum. Musikraum, ne? Ja. Wollte ich jetzt denken. Und? Schlüssel 7 auch. Okay, dann ist das auf jeden Fall. Nochmal heilen, warte, wie viel Geld haben wir? 73, ja, was sollte gehen. Ich komme eher am Heilen vorbei. Du lachst schon wieder so. Nein, weil ihr Systeme erkennt, wo ich gar keine erkenne. Das mit der Karte war eigentlich wirklich, das kann ich ja jetzt zugeben, nur ich habe halt die Reihenfolge, in der man in die Räume reingehen soll, halt genommen und so die Karten, die Apps nummeriert. Mhm. Damit es auch für mich einfacher ist. Und dann ist das System, wo gar kein war wahrscheinlich mit den... Musik ist immer cool. Ja, das war gar kein System mit dem Code. Mhm. Vor allem ist Musik gruselig, wenn da keiner ist. Vielleicht fängt das Klavier an zu spielen. Ich sag dir, dann wird... Ja, okay. Okay, wir werden das brauchen. Also wie wir geboostet werden mit den ganzen Sachen. Wir haben wieder so eine Uhr. Ja. Boah, was zum Teufel, ey. Also gruselig. Mehr als einer für jede Stunde. Das macht. Okay, dann werde ich ihn wieder dran machen und lesen. Leiden. Interessantes Thema. Irgendwo steht alle. Was drin. Oder er verarscht uns wieder. Aber allein schon, weil er am Anfang stand, guckt ihr euch um und ihr werdet belohnt. Boah, ich. Belohnt mit einem Kampf. Aber ich mach normal, oder? Ja, mach vorbei. Schau mal nur mal an, was Wolkgewitter macht. So, genau. Blindheit des Gegners. Ja, aber jetzt würde ich sagen, das macht das dann oder? Aber einen Angriffsboost kann ich mir reinmachen, oder? Für 10. Und dann kann ich ganz normal angreifen. Und dann geht das ein bisschen schneller. Kannst du erst den Schleim wegmachen? Ja, das ist immer schneller besiegt. Das stimmt. Aber bisher ist es ja noch. Warte, nein. Bisher ist es ja noch relativ machbar, die Kämpfe. Aber ich sehe jetzt schon. Gerade wir verlieren ja schon bei solchen Kämpfen einiges. Und wir haben ja sogar den Schild, ne? Das musst du auch bedenken. Oh, das war gut. 7 Euro. Okay, war noch nicht durch. Ah, ja, du darfst wieder notieren. Ja gut, wir haben es ja jetzt schon. Achso, ja stimmt, okay. Warum ist es der vierte Zettel? Ich schreibe es ja trotzdem auf. Ist der dritte. Vielleicht braucht man es ja irgendwann noch. Ja. Nicht. Man weiß es nicht. Vierte wird uns auch sowas noch so glauben lassen, dass... Also dadurch, dass wir es jetzt schon haben, glauben lassen, dass wir es nicht mehr brauchen, dann bauen wir es. Ich bitte, ohne es böse zu meinen, ich bitte dir zu trauen. So. Wirklich hübsch. Wirklich hübsch, das stimmt. Hast du die Blumen schon angesprochen? Da waren Apfel und... Ah ja, stimmt. Aber... Da ist ein Zettel. Oh, das schränkt mich immer total. Was haben wir denn immer? Der andere ist groß. Ne, der geht nicht mehr. Achso, der wäre wenn hier. Fliehen oder andere? Ich würde angreifen und dann heilen. Okay. Weil die Erfahrung können wir gebrauchen. Das stimmt. Und die kriegen wir auf jeden Fall besiegt. Na, wir müssen halt aufpassen mit unseren HP jetzt, ne? Ja. Ich glaube sogar, der Schleim macht mehr Angriff, mehr Schaden als das Ding da oben. Der ist jetzt fast fertig. Dann mach ich den weg noch. Ja, es wird langsam. Man merkt schon, es wird schon. Oh, jetzt haben wir schon Geld. Ich verheilen gehen. Wir haben es ja jedes Mal getroffen. Das ist cool. Ja, heilen gehen. Auch nicht selbstverständlich, dass ihr jedes Mal schafft. Sind wir bei? Ja. So. Wir kommentieren ja auch.
Genau. Ja. Achso. Also das Klavier macht nichts. Das hat ein Lied. Die ersten gesungenen Worte lauten: People always look, what makes us different. Ja. What makes us different. Stimmt. Was hast du bedeutet? Ja. Was ist hier in dem Raum anders? Die Uhr. Die hat nur 13 Zeiger. Stimmt. Nur? Nein, nicht nur. Oh. Komm, wir brauchen Erfahrung. So wie ich TP kenne. Nein. Was ist eigentlich TP? Das ist irgendwas von Artisch-Mimik, das ich selbst nicht verstehe. Also nicht wichtig. Für uns. Darauf zu achten, meine ich. Nein. Irgendwie glaube ich, erhöht sich das immer, wenn man Schaden macht oder Schaden bekommt. Oh! Wir haben mal nicht getroffen. Willst du mal die Magie nochmal machen? Das ist doch nicht, oder? Wolken. Du bitte einmal. Einfach Nova, ne? Ja, komm, mach mal einmal. Wir haben's ja. Wie sieht es mit uns aus? Oh. Kannst du mal die Uhr anklappen? Ja, müssen wir auf jeden Fall. So, muss ja nicht in diesem. Das Klavier hat eben was gemacht. Fahr mal blind drauf los. Ja, okay, wir haben die Tische. Die sind alle gleich. Oder? Ja, sieht zumindest auf den ersten Blick. Ja, die Stühle sind auch aus. Gleich. Ja. Die, was ist mit der Orgel? Ja, eben noch sehr hübsch. Vielleicht kann man was spielen da drauf. Nee, weil das ein Lied war, oder nicht? Was ist denn das? Läuft nicht zu viel rum, sonst encountert ihr noch mehr Gegner. Achso, ja, okay, klar. Ein bisschen viel, wirklich. Also ich meine, das eine Regal hat Bücher, das andere nicht, aber da komme ich nicht dran. Weil da die... Ich habe ja gerade quasi, ich stand ja hier links, Mitte, rechts. Stimmt. Die Frage ist, muss es in diesem Raum sein? Gott, bei dem... Das ist das Rätsel, bei dem Turbo so ewig gehangen hat. Mindestens 10 Minuten. Okay. Okay. Können wir nochmal rausgehen? Links ist nur eine Kiste. Sprech mal links an. Was ist hier anders? Mal überlegen, in welchem Raum. Es könnte in allen Räumen irgendwas sein. Na komm. Schaust du mal auf die Karte? Ja. Ich komme hier zurecht. So, also. Das nächste wäre das Lehrerzimmer. Wo wir dann irgendwann das nächste finden müssen. Ja. Das war aber verschlossen, oder? Ja. Okay. Also, ich kann es nochmal nachgucken gleich, aber ich glaube schon. Das Einzige, was ich auf der Karte anders sehe, ist, dass die 10 zwei Ziffern hat. Nein, aber ich glaube kaum. Ignoriert bitte, dass 10, 9 und 6 keine Verbindungsstriche haben. Ach okay. So. Ja, okay. Nicht, dass ihr das auch. Also eben schon mal mit ich meine, ihr habt das ja eben so schon als System erkannt. Das Problem ist, bei einem Rätselsystem musst du versuchen, alles als System zu erkennen. Ja. Sonst kommst du nicht weiter. Wenigstens führt das Leute für den Irre und das mache ich in diesem Spiegel. Tja, wir können natürlich jetzt mal in einen Raum mal reingehen und gucken, ob da irgendwas Auffälliges ist. Dann in der 1 anfangen. Ich wollte mal gucken, ob das Lehrerzimmer jetzt wirklich abgeschlossen ist, aber ja. Ich gehe einfach von hier unten nach oben. Weil die Magiepunkte sind noch ziemlich. Ja, komm, 84 Euro. Ja. Ich sehe schon kommen, nachher muss man irgendwie bezahlen oder so. Ich habe ja das gleiche Phänomen wie Pokémon. Ich denke, wenn ich nicht renne oder so, dann kommen weniger. Ja. Okay. Tja, wenn man mehr weiß als Spielentwickler. Oder wir haben den Spiegelraum. Wo es am besten Differenz ist zu. Stimmt. Also ich meine, wir können jetzt erstmal alles durchgucken. Aber Leute gucken immer darauf, was anders ist. Welche Leute? Ach so, ja. Was uns anders macht, was, oder? What makes us different? Gerade, oder? Und nicht what makes a difference. Komm, das gucken wir nochmal nach. Wir könnten entscheiden oder schießen. Könnte.
Ich weiß es nicht, aber... Ja. Kann auch einfach nur sein, dass es das Licht ist oder so halt. Ja, wo wollen wir hingehen? Einfach durchgehen oder in den Spiegelraum? In den Spiegelraum. Wo war der? Das ist eine gute Idee. Der war, ich glaube, der muss mal hier hinter dem Abstellkammer, oder? Ja, wir kommen ja durch den, Flur noch nicht hin. Diese ganze Karte und alles hat sich sowas von eingeprägt in mein Gehirn. Es war so nervig, alles immer wieder durchzuspielen, aber es war eigentlich ganz nett. Okay, wir müssen jetzt mal genau schauen, falls es das ist. Ich glaube, ich weiß es. Was? Überleg dir nochmal ganz kurz. Ich will es halt nicht zwischen dir sagen, ob das ist, aber weiß es, das ist, aber. Kannst du nochmal in die anderen gehen? Ja. Ich bin das mir nicht Bild sicher. Ist nicht da. Okay, das kann auch sein, aber was ich dachte mal, ich hatte. Wir haben ja diese beiden Dinge. Ich habe ja immer versucht, hier reinzugehen. Ja. Und hier haben wir das und da nicht. Also, das ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, das ist auch komisch. Und da ist wieder eine Uhr. Und das andere war auch eine Uhr mit den 13 Zeigern. Irgendwas ist mit diesen Uhren. Weil in fast jedem Raum ist eine Uhr. Das Gemälde? Ich werde erstmal nach dem Gemälde gucken. In Räumen gibt es Uhren. Nein, aber immer auch so eine antike Uhr. Wenn ich ein Gemälde weiß nicht, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Nee, auch nicht. Shit. Ich weiß was. Also, es stimmt ja, dass es anders ist, aber es ist nicht klar. Wenn du mal versuchst, links vielleicht mal eine Bücherregal, war da irgendwas? Nee, das war mit dem Licht. Habe ich gedacht, ich hätte was rausgefunden, aber schade. Kann mal rechts versuchen rauszugehen. Es kann aber auch sein, wenn in diesem Lied gesungen wird, Leute schauen immer nur da drauf, was anders ist, was wir jetzt drauf schauen sollen, was gleich ist. Das ist aber so verzwickt einfach. Aber das wäre für diesen Raum gar nicht mal so schlecht. Das Rätsel nimmt ganz Weißt du, so viel ist anders. Und eine Sache ist vielleicht gleich. Weißt du? Oder ist das gar nicht in diesem Raum? Das damit du dich muss nicht sein. Kannst, solltest du mal speichern. Und dann auf die Zeit schauen. Ja. Gut. Ich will ja jetzt. Ich will jetzt aber was trinken und so, dann machen wir jetzt nochmal diese. Und ihr könnt ja zu Hause auch mal überlegen, vielleicht habt ihr ja eine Idee, weil bis zum nächsten Part wird es ja wahrscheinlich wieder eine Woche oder so dauern. Oder weniger. Ich versuche das nicht zu lang, weil das ist sonst so auseinandergespielt. Ja, aber wir nehmen das ja jetzt alles in einem. Genau. Dann könnt ihr mal überlegen und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Bis dann. Ciao. Natürlich. So ist nicht.